Na, guten Morgen, meine Lieben. Seht ihr hinter mir die Lichter? Ja? Ja? Neu, neu, neu. Wir müssen uns erstmal damit befassen. Also, wir fangen die Woche an mit Schweinewetter. Es schneit, es nieselt, es windet. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt fahren wir erstmal nach Leipzig. Dort laden wir ab, dann fahren wir ins Werk in Leipzig laden und dann geht es Richtung Regensburg. Abladen, laden und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Also soweit erstmal der Plan, meine Guten. Und dann schauen wir mal. So, meine Freunde. Ihr habt ja gerade gesehen, was für ein ekelhaftes Wetter ist. Wir müssen uns jetzt erstmal mit dem neuen Auto arrangieren hier. Also. Wir fahren ab sofort MAN. Müssen wir erstmal klarkommen damit. Also vorwärts, Freunde. Schauen wir mal, wie das neue Auto fährt. Naja. Hier bin ich noch nicht ganz zufrieden. Es ist hier volle Beleuchtung. Ich bin ehrlich gesagt auch mit dem Platzangebot hier nicht wirklich zufrieden bis jetzt. Müssen wir uns noch hier zusammenraufen, das Auto und ich. Müssen wir noch schauen, wie wir es hinkriegen, wie wir uns gemeinsam hier arrangieren. Den habe ich ja am Freitag geholt. Habt ihr ja gesehen. Gestern eingeräumt. Und heute unsere erste Tour damit. Lesen, was, wo, wie, wann, warum und überhaupt. Nicht so, wie man das von Sattelzugmaschinen gewöhnt ist. Auch wenn er keinen Sattel drauf hat, keinen Auflieger drauf hat. Habe ich am Freitag gemerkt, da hüpft er nicht so sehr. So. Aber seht ihr was? Super Licht hat er, ne? Ich habe hier LED-Scheinwerfer. Das ist doch was, oder? Ja. Werden wir gleich mal das Fernlicht ausprobieren. Ja, LED-Scheinwerfer sind natürlich da hinten. Ne?
So, meine Guten, haben wir doch unsere erste Etappe gleich erreicht. Es schneit, es schneit, es schneit. Das brauch ich nicht zur Zeit. Also Leute, erstes Fazit, er fährt sehr ruhig. Wesentlich ruhiger als der Scania und auch ruhiger als mein Mercedes. Also als Info. Licht ist super, finde ich sehr gut. Also mit Licht bin ich sehr zufrieden. Schön leise, hörst du fast gar nicht. Fünfstufigen Retarder haben wir. Guck mal, was hier an Schnee liegt, mein lieber Mann. Jetzt ganz schön runtergehauen. Da bin ich ja gespannt, wie es heute in Bayern aussieht. Müssen wir schön vorsichtig machen. Nicht, dass wir das neue Auto gleich schrotten, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Muss ja nicht sein. Wir wollen ja nicht das neue Auto gleich schrotten. Kriegt man nämlich wieder irgendeine alte Möhre. Schön glatt zu sein hier. Das schmiert. Schön langsam machen. Der hinter mir fährt aber auch schön langsam, ne? Der PKW. Der traut dem Frieden auch nicht hier. So, gleich mal links rüber. Weil wir dann nämlich dort links abbiegen müssen. Wisst ihr ja, kennt ihr ja das Spielchen. Ich bin ja gespannt, wie lange es heute dauert. Letzte Woche hat es überall ziemlich lang gedauert hier oben. Und wir fahren dann vor ins Werkladen. Mal gucken, wie lange es dann dort dauert im Werk. Aber erstmal hier fertig werden. Das Werk ist dann zweitens. Jetzt muss man erstmal hier fertig werden. Wie viel Betrieb ist denn hier? Sieht man gar nicht.
schön warm macht, oder? Zeit von 7 bis 11.45 Uhr hier zugebracht haben, so, nun mal gucken, wie lange es jetzt im Werk dauert, mit dem ich dort abfertigen. Das werden wir sehen. Ich mache mich heute für nichts mehr heiß. Alter, 7.45 Uhr bis 11.45 Uhr. 8, 9, 10, 11. Ne, 6.45 Uhr. 7, 8, 9, 10, 11. 5 Stunden. 5 Stunden haben wir jetzt hier zugebracht. Von der Anmeldung bis zum fertigen Entladen. So, mal gucken, ob sie uns zum Tor 4 noch reinlassen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann fahren wir zum Tor 1 rein. Mache ich mir jetzt auch erstmal keine Platte. Erstmal versuchen wir es am Tor 4. Aber da bin ich ja eigentlich auf 9 Uhr gemeldet. Das heißt, ich kann eigentlich von 8 bis 10 da rein. Bin, dann darf ich lassen, so ist erlischt eigentlich die Anmeldung im Tor. Aber schauen wir mal. Ich bin hier als nicht korrekt angemeldete Fortgemeldete geführt worden. Warum auch immer, keine Ahnung. So, na jedenfalls sind wir jetzt leer und jetzt können wir voll machen, dann fahren wir nach Regensburg, laden ab und laden und dann gucken wir, wie weit wir noch kommen. In der V40 muss ich laden, glaube ich. Ja. In der V40 müssen wir laden. Da waren wir schon mal. Da haben wir die Bleche fürs Presswerk geladen. In Regensburg. Und da müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder Bleche fürs Presswerk laden. Für Regensburg.
So, dann gucken wir mal, ob sie uns reinlassen. Also schlecht fahren tut das Auto ja nicht. Na, mal so nebenbei gesagt. Nebenbei bemerkt. Mit der Heizerei muss ich noch ein bisschen ins Reine kommen. Mit der Standheizung programmieren, das muss ich noch mal, das habe ich noch nicht so richtig begriffen, das muss ich noch mal nachlesen. Und nachher probieren wir das aus mit dem Tempomat, wie das funktioniert. So, dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Ob sie uns noch reinlassen. Na und? Ja, sie lassen mich noch rein. Hurra! Na dann gucken wir mal, ob es aufgeht. Das Türle. Jo, es geht auf, das Türle. Das ist in Ordnung. So, 23.988 Kilo haben wir drauf. Aber mit 470 PS dürfte das kein Problem sein. Lasst uns mal wieder ins Weltgeschehen eingreifen. Ich glaube nicht, dass wir heute noch bis runter kommen. Wir brauchen über 4,5 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt wie viel weg? Keine Ahnung. Ich muss dann eh noch meine Pause machen, glaube ich. Wie viel haben wir denn jetzt Lenkzeit weg? Restlenkzeit 7,25. Zu viel noch? Schau an. Aber mit der Schichtzeit wird es dann knapp. Weil wir ja bloß bis 17 Uhr Schichtzeit haben und es ist jetzt 13.48 Uhr. Also wir gucken mal jetzt, wie weit wir noch fahren und dann machen wir irgendwann Feierabend. Disput ist schon geschrieben, dass es knapp wird und da haben sie geschrieben, dann laden wir eben morgen ab. Für die Wartezeit kann keiner was und das ist auch richtig so. Kann ja auch keiner was dafür. So, ich werde aber auf jeden Fall noch einmal tanken. In Hermsdorf.
zwei Tanks dran, aber wenn ich an der Betriebstankstelle vorbeikomme, tanke ich immer. Außerdem muss ich noch mal ein Bedürfnis bedürftigen. Sind die Toiletten nämlich sauber und ordentlich, um das mal so zu formulieren. Also kann ich heute gleich noch mal tanken und dann müsste ich eigentlich den Rest der Woche hinkommen, denke ich mir. Also ich habe jetzt schon mal in dem Buch gelesen, aber mit einmal lesen ist das nicht getan, befürchte ich. Da werde ich wohl noch öfter lesen müssen. Da werde ich wohl noch öfter drin lesen müssen in dem Buch. So, dann werde ich das mal mit dem Tempomat ausprobieren, ob ich das richtig begriffen habe. Der ist ja auf 85 gedrosselt hier. Der Tower liegt im Nebel. Guckt mal, da drüben fährt auch so ein neuer MAN. Ob dann gesehen. Von unserer Firma einer. Aber ich habe gerade festgestellt, der hält schön den Abstand und auch schönes Tempo. Das ist sehr schön. So, ich wäre voraussichtlich 18:30 Stunden und bis maximal 19 Uhr heute Schichtzeit. Also fahren wir heute nicht mehr bis rund. Na toll. So, was habe ich mir gewünscht? Was ist denn da schon wieder los? Das hat doch bestimmt mit der Baustelle zu tun. So, Freunde. Sieht so aus, als ob es weitergeht. Dann schauen wir, dass wir noch bis Hermsdorf kommen. Und dann ist Feierabend für heute. Dann gucken wir mal, was uns der Dispo für eine Zeit schickt für morgen zum Anliefern. Die wissen schon Bescheid, dass ich heute nicht mehr bis runter komme. Und dann
Dementsprechend entscheide ich dann, wann ich losfahre. Aber ich denke mal, das wird nicht allzu zeitig sein. Hoffe ich. Hoffe ich. Werden wir sehen, was sie sprechen. Das muss ich unbedingt rauskriegen, was das mit der Luftfederung, mit dem Fahrniveau hier auf sich hat. Ach, hier kommt der Abschlepper, schau rein. Das blöd, dass er da vorne nicht durchkommt, ne? Weil sie alle im Weg stehen. Das ist doch immer dasselbe. Weiß ja nie, was hier noch so auf uns zukommt. Ach Leid. Nee, das passt zu dem Montag heute, ne? Erst 5 Stunden beim Schenker gestanden. Dann 2 Stunden im Werk zugebracht. Gut, inklusive Laden, ne? Naja, jetzt die Vollsperrung hier noch. Das ist ein richtig guter Montag. Passt wieder alles zusammen. Der Chef einen ganzen Haufen von den MANs jetzt gekauft, ne? Weiß nicht wie viel, aber es muss ein ganz schöner Haufen gewesen sein. Sind etliche jetzt unterwegs, neue MANs. Und einer ist jetzt meiner. Ja gut, Actros wäre mir lieber gewesen, aber man muss nehmen, was der Chef hinstellt. So, meine Guten. Jetzt ist Schluss für heute. Genug gemacht. Morgen um 4 diesmal wieder los Richtung Regensburg. Fahren wir ungefähr 3 Stunden. Bisschen was über 3 Stunden. Naja, wenn wir nicht pünktlich um 7 unten sind, sind wir nicht pünktlich um 7 unten. Ist nicht zu ändern. Ich muss jetzt erstmal 9 Stunden Pause machen. Also, wir werden sehen. Meine Lieben, in diesem Sinne, Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Ich bin fertig. Tschüss, bis morgen um 4 Uhr.